Ich bin Friedrich Kiesler. Als Kind habe ich es geliebt, wenn meine Mutter mich geschaukelt hat. In meiner Heimat habe ich viel Milch getrunken. Die Luft und die Umgebung waren ganz anders als in der Stadt. Ich dachte daran, ein Haus zu erschaffen. Ich habe jahrelang darüber nachgedacht. Im Winter lag ich immer neben dem Kamin. Im Sommer ging ich an meinen Lieblingssee in Rumänien, um Fische zu angeln. Die Fische haben mir Hoffnung gegeben. Bei jedem Fisch, den ich gefangen habe, habe ich eine neue Idee bekommen. So kam ich zum Endless House. Deswegen will ich das Endless House für gemütliche Personen und Genießer bauen. Es roch sehr alt. Es war sehr groß. Ich hörte meine Stimme doppelt. Das Haus hat keine Ecken. Ich lehne mich an die Wand und denke nach. Ich ging in das nächste Zimmer. Ich musste laufen und ich dachte, ich komme nie an. Die Wand fühlt sich irgendwie weich an. Ich höre viele Geräusche, zum Beispiel vom Wasser. Mein sogenannter Fitnessraum ist jetzt dran. Es ist jetzt 16 Uhr und ich mache meine Übungen, solange es hell ist. Ich bin von meinem Bett aufgestanden. Dann sehe ich mich um und gehe nach links zur Küche und esse liegend am Boden. Gebückt gehe ich ins Wohnzimmer und sitze verkehrt auf der Couch. Alle kommen mit Liebe zum Endless House. Sie spielen zusammen, sie essen zusammen, sie putzen zusammen. Jeder passt auf das Endless House, auf wie auf sein eigenes Haus. Thank you.
versuche ich mit einem langen Stock den Mini-Fernseher auszuschalten. Ich fühlte mich sehr frei, denn es gab kein Internet und kein Fernsehen. Statt einem Dach habe ich ein Glas im Schlafzimmer und sehe alle Sterne und den Mond. Das macht mich glücklich. So schlafe ich gut. Dann gehe ich in den Garten und trotzdem hörte der Tag sehr unheimlich nicht auf.